Wir stehen hier bei Campmobil Schwerin und für alle, die es ein bisschen kompakter mögen, gucken wir uns doch mal hier das Fahrzeug an. Auf Pulli-Basis. Also, wenn man hier reinkommt, finde ich schon mal ganz toll, weil ich kann hier stehen. Also das ist wirklich super. Man kann hier, man hat hier einen schönen Tisch. Den kann man sogar umklappen oder ja genau, den kann man sogar vergrößern. Oder hat man so einen richtig großen Tisch, wo sogar vier Leute ganz locker sich hinsetzen können. Schöne Beleuchtung. Dann hier oben hat man auch nochmal eine schöne Ablagefläche. Mhm. Es ist hier ein Hubbett, das gucken wir uns gleich an. Und was ich super finde hier in der Ausstellung, die Schränke, die sind alle beschriftet, sodass man gleich weiß, was das alles ist. Hier haben wir ein schönes Dachfenster und auch hier kann ich super stehen. Man hat hier eine Spüle. Durch das, dass hier ein Doppelboden drin ist, steht man jetzt hier ein bisschen hoch. Also die Spüle ist jetzt ein bisschen nieder, aber mit dem kann man gut leben. Hier hat man sogar noch die Möglichkeit, den Raum hier abzutrennen und das hier zuzumachen. Ja, man müsste es unten auch noch aufmachen wahrscheinlich. Ja, ja, genau. So, irgendwie kann man das dann sicherlich auch einhaken. Ja, und dann hat es hier ganz viele Staufächer. Hier ist der Kühlschrank. Klein, aber fein, sogar mit einem kleinen Gefrierfach. Wichtig. Wichtig, ja, super. Unten ist eine Toilette. Unten haben wir dann die Chemietoilette. Ach, die ist hier zum Aufmachen. Genau. Klasse, super. Der Vorhang. Ja, genau, damit man hier auch mal seine Ruhe hat. Mhm. Der Kleiderschrank, guck mal, der bietet ja jetzt hier auch mal richtig viel Platz. Da kriegt man richtig viel unter. Auch hier nochmal ein Kleiderschrank. Da ist nämlich eine Kleiderstange drin, wenn ich das dann mal kurz zeigen darf. Genau, hier die Kleiderstange. Also ein kleines Raumwunder. Oben noch viele Staufächer. Ja, also hier oben ganz viel Staufächer. Hier ist alles ausgenutzt, also jeder Platz ist hier ausgenutzt. Und hier haben wir ein 2-Gas-Flamme-Herd. 2-Flamme-Gas-Herd. 2-Flamme-Gas-Herd. Direkt hier am Fenster, da kann man nämlich hier hinten aufmachen, da können die Gerüche direkt raus. Das ist natürlich auch super. Hier haben wir Besteckschubfach. Oh, die ist richtig groß, die Schublade. Da passt auch richtig viel rein. Und hier hat man dann jede Menge Platz, um hier auch noch sein Geschirr, seine Töpfe und alles Mögliche unterzubringen. Was ich super finde, hier sind solche Einsätze drin. Euroboxen. Solche Euroboxen, die kann man einfach rausnehmen, befüllen und dann reinstellen. Das Hubbett? Das Hubbett hier oben, da hat man hier so 2 Leiste. Ich traue mich jetzt gar nicht, das hier wegzumachen. Ja, einfach ziehen. Einfach ziehen? Einfach ziehen ist nicht. Oh, Sie zeigen uns das. Genau. Uwe, gib mir mal die Kamera. Dass Sie das Dachbett hier hinten aushängen. Mhm. Hier links einmal und hier rechts. Mhm. Und dann ist es so, dass man das dann hinten runterzieht und dann ist es aufgebaut. Ah, super. Ne? Welche Größe hat das Bett? Das ist 1,40 Meter mal knapp 2 Meter Länge. Super, klasse. Ja. Ein kleines Raumwunder haben wir gerade festgestellt. Ein kleines Raumwunder. Schön. Und dann das Bettzeug bleibt drauf liegen. Ja. Es ist auch eine durchgängige Matratze, also da auch ein sehr schöner Schlafkomfort. Ja. Und dann klappt man das unter die Decke. Ja. Und dann wird hier angedrückt und dann ist es weg. Super, klasse. Vielen Dank. Und die Staufächer, die nehmen hier auch kein Ende. Und zwar hier direkt am Eingang hat man hier unten ein Staufach. Und jetzt guckt euch das mal an, wie groß das hier ist und was man hier alles unterkriegt. Also die haben hier wirklich jeden Platz ausgenutzt. Richtig toll gemacht. Deswegen auch hier der doppelte Boden, weil ja hinten die Campingstühle drin sind und hier nochmal der Platz genutzt werden kann. Aber
auch hier noch Stauraum unter der Sitzbank. Schau hier mal, ob die hochklappen kannst. Oh ja, guckt euch das an. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das hier sieht aus zum Umklappen für ein drittes Bett. Ja. Ja, da, hier steht es ja. Hier oben ist das sogar abgebildet, ja. Aufgebaut in einer Minute. Und am Sitzplatz, schau mal unten, Steckdose, USB. USB-Steckdose. 230 Volt Steckdose, 2 USB Steckdose, 12 Volt Steckdose und hier wieder ein Staufach, Warnweste ist da gerade drin. Da unten auch noch. Da kann man Fisch drunter stellen. Ach, guck mal, hier auch nochmal ein Staufach. Ach, und hier kann man auch noch mal was drunter schiebe. Den Tisch, wenn man das zum Bett umbaut. Und hier diese Klappe kann man auch vorklappen und kommt auch hier bequem in diesen in diese Ablage da rein. Also auch hier noch mal, guck mal, hier auch noch mal 12 Volt Steckdose. Da können sich manche eine dicke Scheibe abschneiden. Ja. Wenn ich mir das anschaue, wie hier die Stromversorgung gelöst ist. Top, richtig klasse. Also ich bin sicher, hier hat es dann mit Sicherheit auch noch mehr. Tolles Konzept. Vom Preis, also hier 80.356 Euro. Hängt natürlich wieder vom Bulli ab, was der kostet. Ja, genau. Super. Ich finde ein tolles Fahrzeug. Schön klein, schön kompakt. Und wenn der Uwe jetzt mal sich hier hinstellt und das auch mal mit seiner Größe ausprobiert. Ja, mit so einem ganz leichten Kopf einziehen. Okay. Geht's, aber vielleicht kann ich hier hinten stehen. Am Fenster zumindest. Also hier am Fenster geht's. Ja. Schön, wenn man sich umziehen will, dass ja man aufrecht stehen kann. Mhm. Ja, und wenn ich hier zum Sitz vorgehe, das funktioniert schon. Ja. Also im Prinzip ist alles da, das Bett ist schnell aufgebaut. Ja. Man kann das Bett runterlassen, während man hier sitzt. Und ich finde auch super, man kann das Bettzeug ja alles drauf liegen lassen, wenn man das hochklappt. Ja, also das Tolle ist wirklich, fast alles im Prinzip wie im Prinz, Toilette, ja, alles da, Bett relativ schnell aufgebaut, man kann nur sitzen. Einzig die Dusche, da hat man hier halt eine Außendusche. Ja, da gucken wir mal, ob wir die noch finden. Ja, die gibt es mit Sicherheit. Was man nicht gezeigt habe, hier oben, da ist auch noch ein schönes Seitenfenster, wenn man schläft. Ja, hier geht es ja gerade noch weiter, da gibt es Campingstühle. Ja, genau. Hier haben wir quasi den Campingtisch. Man kann sich's ja vorstellen. Dann haben wir hier unten die Campingstühle, 38 Liter Trinkwasser und zweimal, gell? Abwasser. Ah, Abwasser, okay. Das hier war ja der Kleiderschrank. Genau, das ist der Kleiderschrank, wo von innen und hier von außen zugänglich ist. Ah, das ist die Dusche, okay. Das ist nicht der Anschluss zum Befüllen, sondern das ist... Ah, genau, jetzt. Der Duschanschluss. Ja. Ja, Fazit, schaut es euch mal an. Ja, ich finde es toll. Ich finde es richtig klasse. Eine tolle Alternative. Und die haben sich echt was dabei gedacht, auch bei der Innereinrichtung. Top. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.